Meine Lieben, ich weiß, dass mein Video zu Ricky und Co. die Nation spaltet. Ja, und schon wird von Meistern gesprochen. In dem Video geht es nicht um Meister, sondern in dem Video geht es darum, dass durch Symbolbehaftung, was man nicht tut, man Menschen von außen steuern kann. Aber das erkläre ich ja in dem Video auch. Darauf will ich jetzt hier auch gar nicht näher eingehen. Sondern es schreibt jemand, mein Meister ist der und der und der und der. Vielleicht wollen wir gar nicht euer Meister sein. Ich will kein Meister sein. Ich bin die Oberhexe und kein Meister. Denkt doch einfach mal pauschal drüber nach. Also, die höchste Wahrheit ist, dass es keinen Meister und keinen Schüler gibt. Jeder lernt doch vom anderen. Es geschieht immer, was geschehen soll. Ein wahrer Meister ist nichts, so wie Metatron der Engel des Nichts ist. Das einfache Nichts. Und wenn ihr nicht wisst, was das Nichts ist, dann schaut euch den Film Die unendliche Geschichte an. Warum das Nichts? Da alles geschieht, aber es keinen Handelnden gibt. Oder wie oft habt ihr denn gesagt, was habe ich denn gemacht, dass das und das jetzt passiert ist? Obwohl ihr nicht gehandelt habt, ist das und das passiert. Alleine schon das Hinterfragen bringt euch in einen Konflikt. Lasst das mal weg. Es gibt genügend Menschen, wieso, weshalb, warum. Und somit lebt ihr immer in der Vergangenheit. Wie soll da irgendetwas geschehen? Also, auch wenn ihr nicht handelt, geschieht etwas. Es schneit, obwohl ihr nicht handelt, etc. Was ich immer wieder interessant fand, ist in meinen Seminaren, Workshops und Ausbildungen, dass oft die Menschen dann irgendwann mal versucht haben, sich über mich zu stellen. Ab einem gewissen Punkt fangen sie dann an, wo sie probieren, sich über mich zu stellen. Dann nehme ich den zweiten Aspekt des Textes zum Video und ich erhebe den Schüler zum Meister und mache mich dabei völlig emotionslos in der Sache zum Schüler. Das bedeutet, der eine bietet, ich nicht. Ich sitze dann da, hier auf meinem Stuhl oder in einem meiner Sessel da hinten und schaue zu. Ob sich der neue Meister, den ich ja erhoben habe, vom Schüler zum Meister, als dessen beweist, dass er jetzt ein Meister ist, ein Meister seiner selbst. Ist er tatsächlich der Meister seiner selbst? Wird er es beweisen? Ist er es nicht? Fällt sein Meisterlügengebilde ganz schnell über ihm zusammen. Das ist das, was ich lebe. Ich sitze die Dinge aus. Ich erhebe den Menschen, der mich angreift, vom Schüler zum Meister und schau mal, ob er Meister über mich wird. Und dann schaue ich mir sein Lügengebilde an. Dann schaue ich, ob er es schafft, Meister über mich zu werden oder nicht. Was meint ihr wohl, wo die landen? Weil wer wirklich ein Meister ist, hat ja keinerlei Schwierigkeiten, als Schüler den neuen Meister so geschickt an der Nase herumzuführen, dass dieser nie wieder Meister sein will, bis er es ist. Habt ihr das verstanden, worum es in dieser Metapher geht? Schwierig, oder? Also, wenn also einer meint, er macht bei mir Kurse und er fängt dann irgendwann mal an, wo er denkt, er weiß alles besser wie ich, dann erhebe ich ihn zum Meister über mich. Und dann möchte ich, dass er sich als Meister über mir beweist. Wenn ich die Pappnasen als Beispiel nehme, die ich da in meinem alten Wohnsitz um mich rum hatte, dann hat sich ganz schnell herausgestellt, dass sie nicht Meister über mich sind. Auch wenn sie gedacht haben, sie wären es.
weil ihre Lügengebilde sind aufgeflogen. Obwohl sie anfangs vielleicht Erfolg mit den Lügengebilden hatten, so sind die Lügengebilde aufgeflogen. Und der Meister Tahuti hat sie an der Nase herumgeführt und hat ihnen aufgezeigt, wo sie lügen und hat das öffentlich gemacht. Also, gibt es Meister? Ich persönlich möchte gar keiner sein. Ich bin Hexe, ich bin Oberhexe, ich bin Tahuti, aber ich bin kein Meister. Ich möchte auch nicht als Meister betitelt werden. Ich habe keinen Meisterbrief. Na, was ist denn ein Meister? Vielleicht könnt ihr ja mal in den Kommentaren darüber eine Diskussion anfangen, was ihr als Meister seht. Ich persönlich möchte kein Meister sein. Und ich möchte auch keinen Meister haben, der sich neben mir hinstellt und so tut, als wäre er mein Meister. Zu mir hat mal einer gesagt, na, wenn du die Hexe bist, dann brauchst du jetzt einen Hexenmeister. Dann habe ich ihn angeguckt und habe ihn gefragt, meinst du? Na? Gut, also, was ist ein Meister? Vielleicht könnt ihr mir die Frage ja beantworten. Wie seht ihr einen Meister? Was seht ihr in einem Meister? Viel Spaß beim Rätseln und Kommentieren des Videos. Tschüss.